nein. Weißt du vielleicht, was eine Nachtnanny ist? Sie kümmert sich nachts um das Baby, damit die Eltern schlafen können. Nichts dabei? Ich möchte doch keine Fremde in meinem Haus. Das klingt wie ein schlechter Film, wo die Nanny versucht, die Familie zu töten und nur die Mutter überlebt und schwer verletzt aus dem Haus kriecht. Überleg's dir einfach mal. Mami, wie siehst du denn aus? Hallo? Ich bin Tali. Ich kümmere mich jetzt um sie. Ich bin's einfach nicht gewohnt, dass man Sachen für mich tut. Den ganzen Tag trage ich ein Baby herum. Und wenn die Nacht kommt, soll ich da einfach so umschalten und sagen, schau mal, wie sexy ich bin? Sie sind leer. Ja. Nein, ich meine auf dieser Seite. In den 20ern ist das Leben super. Aber dann kommen die 30er um die Ecke wie ein Müllwagen um 5 Uhr früh. Frauen schaffen das. Nein, tun wir nicht. Wir tun vielleicht so, aber wenn du genau hinschaust, siehst du, dass alles nur hinter Make-up versteckt ist. Du hältst dich selbst für eine Versagerin. Dabei hast du dir deinen größten Traum erfüllt. Wenn du abhauen willst, dann verstehe ich das, weil ich das auch manchmal gern tun würde. Aber ich tu's nicht. Ich möchte dir gern bei allem helfen. Man muss schon das Ganze behandeln, nicht nur einzelne Teile. Ja, mein Ganzes hat schon lange niemand mehr behandelt.